Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Werkstatt TV. Heute ist der Niklas bei mir, der sonst immer hinter der Kamera steht. Und ja, den habt ihr ja schon einmal gesehen beim Stoßdämpferwechsel BMW, glaube ich, war das mal, ne? Ja, genau. Genau, und ja, wir haben gedacht, den müsst ihr nochmal öfter wiedersehen oder wenn ihr den nochmal öfter sehen wollt, wenn ihr es heute gut macht, schreibt uns das in die Kommentare. Aber zu unserem Auto, heute haben wir einen VW Caddy von einer Freundin von mir. Und der springt morgens immer ganz schlecht an, der qualmt, der läuft auf 3 Zylindern so gefühlt, hat sie mir gesagt, habe ich eben auch gemerkt, ja, es wird auch wieder kälter draußen und da sind, wir haben da schon einen Verdacht, was es sein könnte, ihr vielleicht auch, ich möchte es aber jetzt noch nicht so viel verraten, wir werden das gleich mit unserem neuen VCDS Interface, was wir geschickt bekommen haben, von der, in diesem Mystery Paket, Video blende ich euch hier oben nochmal ein, wenn ihr wissen wollt, wo das her ist und wie ihr es bekommen könnt. Werden wir das jetzt mal auslesen und mal gucken, ob wir das hier zusammen reparieren können oder was heißt zusammen. Ich übergebe die Verantwortung jetzt mal und wir Schön. Fangen wie immer an nach dem Intro. Also als erstes lesen wir erstmal den Fehler aus und dazu habe ich den Diagnosechecker erstmal ins Auto eingesteckt und ja, dann lesen wir mal den Fehler aus. So, Motorelektronik. Fehlerspeicher. So, jetzt sehen wir hier, dass Glühkettenzünder 2 eine Unterbrechung hat. Scrollen wir ein bisschen nach unten. Und Zünder 3 auch eine Unterbrechung hat. Also wie man sieht, sind das die Glühkerzen hier, Zünder 3 und 2. So, jetzt schauen wir uns die gleich mal an und dann zeigen wir euch, wie man die nochmal mit einem Multimeter testen kann. So, jetzt zeigen wir euch erstmal, wie man die Glühkerzen, also erstmal wo die sind und dann zeigen wir euch, wie man die dann auch löst und dann testet. So, dazu machen wir erstmal diese Stromleiste hier ab. Die ist aus Plastik, deswegen muss man hier vorsichtig und gleichmäßig abziehen, sonst kann die halt brechen. So, und irgendwie auf Seite legen, wo man das nicht drankommt, dass man da irgendwie was kaputt machen könnte. So, hier sieht man jetzt schon, wenn man das hoffentlich sehen kann, hier sind die Glühkerzen. Und da holen wir jetzt erstmal das Multimeter. Wenn ihr jetzt das Multimeter hier in der Hand habt, dann habt ihr hier das Ohmzeichen, das Symbol, und wählt dann die kleinste Stufe aus. Also auch wichtig ist zu beachten, dass ihr die Stecker auch richtig anschließt, hier das Massekabel auf Komm und hier kann man ja auch schon ablesen. Das Ohmzeichen ist auch hier abgebildet. So, wir suchen uns erstmal einen Massepunkt und dazu nehmen wir jetzt einfach das Minuspol von der Batterie. Und dann schnappen wir uns einfach mal die vierte Glühkerze, weil die war ja laut dem Diagnosegerät in Ordnung und messen die einfach mal durch. So. Nur der Wert sieht jetzt scheinbar in Ordnung aus, aber auch nicht mehr ganz so gut. Ja doch, die sind okay, ja. Bis 2 Ohm oder okay. So. Also jetzt sieht man hier den Ohmwert und also den Widerstand messen wir gerade von der Glühkerze und sieht jetzt erstmal in Ordnung aus. Im Vergleich hat die neue Kerze einen Ohmwert von 1,2, aber das variiert sich auch immer unterschiedlich von dem Hersteller halt. Jetzt messen wir die dritte, die laut dem Diagnosegerät kaputt war und messen die mal durch. Klingt plausibel. Gar nichts, also anscheinend ist sie kaputt. Durchgebrannt. Durchgebrannt. Jetzt messen wir mal die zweite. So. Bin ich irgendwie bescheuert? Ja, die zweite ist auch, wie wir schon festgestellt haben, laut Diagnosegerät auch kaputt oder defekt durchgebrannt. So, und die erste hat auch einen guten Wert, ist auch noch ganz. Aber jetzt sehen wir ja, dass die zweite und dritte Glühkerze auf jeden Fall kaputt sind und dass sie auf jeden Fall erneuert werden müssen. Die mögliche Ursache wird wahrscheinlich sein, dass die Glühkerze einfach durchgebrannt ist. Also da befinden sich halt Heizspiralen, die ja wie bei einer Glühbirne einfach durchgebrannt ist oder gebrochen ist und ja, und deswegen nicht mehr heizen kann. Deswegen haben wir auch einen unendlichen Ohmwert gemessen. So, wir bauen die gleich mal aus und müssen die ja sowieso erneuern. Dann können wir die einfach mal für euch einmal zeigen. Also halten Plus- und Minuspol einmal dran und
gucken, was dann da passiert. Also zuerst sprühen wir die erstmal ein. Ich kann euch empfehlen, die vorher auch einzusprühen, wenn ihr wisst, dass sie erneuert werden müssen, weil dann ist das Risiko, dass sie brechen oder sehr schwergängig sind beim Lösen. Ja, dass sie brechen könnten halt. So, deswegen lassen wir das erstmal ein bisschen einwirken. So, wir lösen jetzt die Glühkerzen. Dazu nehmen wir jetzt hier den Drehmomentschlüssel. Für Leute, die einfach kein Gefühl haben, zeigen wir euch einfach mal, wie man das hier macht. Wir nehmen jetzt einfach einen Drehmomentschlüssel, stellen den ungefähr auf 20 Newtonmeter ein. Denn die Glühkerzen haben so eine Bruchstelle von ca. 40 bis 50 Newtonmeter. Deswegen nehmen wir erstmal 20 Newtonmeter und probieren erstmal, die Glühkerzen zu lösen. So, das hat man jetzt gehört, ging total leicht. So, wenn man die dann schon einmal angelöst hat, kann man auch einfach dann umstellen auf sein normales Werkzeug, wo es dann vielleicht ein bisschen schneller geht und handlicher ist. So, wir lösen erstmal alle an, um euch das zu zeigen hier. Hier, also. Die gehen echt total leicht ab, muss man sagen. Hätten wir jetzt nicht erwartet bei der Laufleistung. So, an der kommt man ein bisschen blöd dran hier. Also man kommt jetzt an die erste Glühkerze gar nicht so gut dran. Deswegen lösen wir jetzt mal den Ölpeilstab. Da finden wir auch eine 10er Nuss einfach und lösen das mal. Da kommen wir einfach leicht besser dran. Das ist einfach noch ein bisschen angenehmer zum Arbeiten dann. Übertreiben, aber gut weg. Okay, so geht das. So, zum Lösen der Glühkerzen benutzen wir einen 10er Glühkerzennuss mit einem Gelenk dran und etwas schmaler hier, damit man auch etwas besser an den Glühkerzen drankommt. Hier mit so einem Halter dran, der auch direkt die Glühkerze damit rauszieht. Also das macht das Arbeiten auf jeden Fall deutlich leichter. Wir haben die auch bei uns in die Videobeschreibung gepackt. Falls ihr Interesse daran habt, könnt ihr das ja gerne erwerben. So, da wir ja schon alle angelöst haben, nutzen wir jetzt einfach, können wir eine ganz normale Ratsche nehmen mit Verlängerung und jetzt einfach weiter lösen. So, hier sehen wir die erste Glühkerze. Die sieht echt noch in Ordnung aus. Man sieht aber auch, dass die schon mal ausgetauscht worden ist. Weil sonst hätte die hier totale Verkrustungen dran und die würde viel, viel dreckiger aussehen. Also die sieht echt noch in Ordnung aus. Also wir machen grundsätzlich alle vier neu, damit man dann solche Probleme wie jetzt hat. Wir gehen davon aus, dass die äußeren zwei schon mal ausgetauscht worden sind und die inneren halt noch nicht, aber das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir die anderen lösen. Ja, die wurde auch erneuert. Eine Ablagerung dran? Ne, auch nicht, ne? Ne. Povi AG. Echt? Original, ja? Sind anscheinend doch nicht die ersten. Die wurden schon mal erneuert. Davon wussten wir jetzt auch nichts. Also die Besitzer wussten davon auch jetzt nichts. So, Glühkerzen sind ja auch nur Verschleißteile. Das kann ja mal passieren, je nachdem, wie lange die schon drin sind, dass die einfach mal kaputt gehen. Und dann macht man die einfach wie jetzt einfach neu. Ist ja jetzt auch kein Hexenwerk hier bei dem Motor.
packt sehr gut unsere Nuss, dass man die noch kaum abbekommt hier. Was? Alter, die packt echt gut. Ach so, ist ab. So, man sieht auch, Zylinder 3 sieht auch echt noch in Ordnung aus. So, und Liedkürze Nummer 4. Meine Fresse. So. So, wir haben jetzt die kleine Prüfstand aufgebaut in der Reihenfolge und dann testen wir gleich mal durch. Aber als erstes kontrollieren wir natürlich, dass wir die neue kontrollieren mit den alten, ob die überhaupt dann passen. Wir gucken uns an, ob das Gewinde richtig passt, ob das von der Länge, von dem Abstand passt. Aber wie man sieht, das ist ja, sind die sehr identisch. Also wir hätten ein Problem, wenn die zum Beispiel zu lang wären, dann könnte zum Beispiel sein, dass der Kolben die einfach kaputt hauen könnte. Deswegen immer vorher kontrollieren auf jeden Fall. Wir testen die einfach mit einer Batterie ganz normal. Das könnt ihr zu Hause auch machen, wenn ihr Lust darauf habt. Und dann schnappt ihr uns einfach Minuspol und Pluspol. So, wir schnappen uns jetzt die Glühkerze vom Zylinder Nummer 1, wo wir ja gesehen haben, dass die in Ordnung ist. Dazu schnappen wir uns das Pluspol, klemmen das hier vorne dran. Oh. Und klemmen das jetzt hier dran, unten. Und gucken. Und wie man sieht, die glühen jetzt ganz normal. Wird natürlich sehr, sehr heiß, deswegen auf Vorsicht, wenn ihr die jetzt wieder abstecken wollt. Am besten packt ihr die einfach hier unten an und wir stecken die jetzt einfach für das Bild wieder hier oben rein. Jetzt schnappen wir uns die Glühkerze von dem zweiten Zylinder, wo wir gemessen haben und auch im Diagnosegerät gelesen haben, dass die kaputt ist. Und die dürfte jetzt anscheinend, dürfte jetzt nichts passieren. Wie wir sehen, passiert auch nichts. Also die ist auf jeden Fall defekt. So, wie wir sehen, beim dritten Zylinder ist auch nichts. Das hält wahrscheinlich dann was, wie wir schon vermutet haben, dass dieser Heizdraht unten, dieser Wendel, gebrochen sein wird. Also wie bei einer Glühbirne ganz normal, dass dann der Kontakt unterbrochen wird. Das ist hier ein kleines Beispiel halt. So sieht das natürlich nicht aus, nur ganz klein in der Glühkerze. Wenn jetzt hier, wenn wir es einfach mal durchschneiden würden, so, und dann haben wir eine Unterbrechung und dann passiert da halt nichts, ne? Also dann heizt da nichts mehr. Was kann man das so sagen? Okay. So, wir kontrollieren nochmal die vierte Glühkerze, die hier funktionieren wird, wie wir es wahrscheinlich jetzt sehen werden. Sehen wir auch, die heizt auch, ne? Also die ist auch noch in Ordnung. Haben wir auch nachgemessen, war ja auch noch in Ordnung gewesen. Einmal kurz zum Vergleichen nehmen wir jetzt mal eine neue Glühkerze und klemmen die einfach auch mal mit dem Plus- und Minuspol an. Und gucken, was da passiert. Wir sehen auch, das heizt ganz normal wie beim ersten und vierten Zylinder. Also alles in Ordnung. Wir bauen jetzt die Glühkerzen wieder ein. Normalerweise nimmt man so eine Kupferpaste oder gibt so ein bestimmtes Glühkerzenfett, was man benutzen kann. Aber man kann die auch trocken einbauen. Das sind halt, wenn man jetzt mit Glühkerzenfett arbeitet oder mit Kupferpaste, haben wir dann beim nächsten Glühkerzenwechsel das einfach dann leichter, weil die dann nicht so festbacken. So, wir bauen jetzt die Glühkerzen erstmal mit der Hand rein, ganz vorsichtig bis zum Anschlag. Das machen wir dann mal jeder. So. Wenn wir dann alle festgeschraubt haben, können wir dann mit einem Drehmoment arbeiten. So, wir nehmen jetzt erstmal unseren Drehmomentschlüssel und stellen ihn auf 15 Newtonmeter ein. Das haben wir gerade eben schon getan. Und ziehen jetzt die Schrauben vorsichtig fest. So, ich habe mir gerade noch eine Verlängerung geschnappt, damit es einfach gleicher ist und man größere Umdrehungen machen kann. So, jetzt hören wir auch schon, dass wir unseren eingestellten Drehmoment erreicht haben. Und gehen jetzt einfach zur nächsten und tun das gleiche bei der genau. So.
auch fest. Ich bin nur abgerutscht. Kein Scheiß, Alter. Das ist nicht so raus. Das ist ja aber krass, wenn du jetzt mal reinbauen, abreißen, ist Kunstfehler. Das, okay, das ist echt krass, ne? Das geht gar nicht klar. So. Ganz wichtig ist auch, dass ihr aufpasst, dass ihr nicht zu fest macht. Heißt, wenn euer Drehmoment klack macht, dann heißt, ihr habt euer Drehmoment erreicht und dann solltet ihr auch nicht nochmal nachziehen, weil sonst könnte es passieren, dass ihr dann den Kopf von der Glühkerze abreißt und ihr dann den ganzen Stift ausbohren dürft. So, jetzt machen wir wieder unsere Leiste dran, die wir vorhin vorsichtig abgemacht haben. Guckt, dass ihr dann richtig sitzt, dass die packt. Ne? Das würdet ihr auch merken. Jetzt macht dann mal so einen kleinen Klacks. Dann wisst ihr auch, dass die fest ist. Dann machen wir unseren Ölpeilstab ab, den wir hier gleich weggebuckt haben. So. Dann machen wir jetzt unseren Ölpeilstab wieder dran, den wir gerade eben gelöst haben und weggebogen haben, damit wir besser drankommen. So, fest. So, die Glühkerzen sind gewechselt. Jetzt das Einzige, was wir noch machen müssen, den Fehlercode löschen. Und dann sind wir auch schon mit dem Auto fertig. So, jetzt lesen wir nochmal den Fehlerspeicher aus. Gehen in die Motorelektronik. Dann lädt der erstmal hier. Fehlerspeicher auslesen und dann gehen wir jetzt einfach mal auf den Speicher löschen. Ja, sind wir. So, die Fehlercodes wurden jetzt gelöscht und wurden noch keine mehr gefunden. Und damit sind wir jetzt so gesehen auch mit der Arbeit schon fertig. So, das war's auch mit der Arbeit mit dem Glühwechseln. So, das war auch jetzt unser Video mit dem. Ach, meine Fresse. So, das war unser Video zum Thema Glühkerzenwechsel beim VW Caddy. Hatten, muss man sagen, echt Glück gehabt, dass wir die Glühkerzen so gut abmachen konnten, was leider nicht immer die Regel ist. Aber heute hatten wir mal Glück gehabt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal gerne Feedback geben. Das ist mein erstes Video heute. Würde mich freuen, wenn ihr mal was dazu sagen könntet in den Kommentaren unten. War auch halt ein bisschen aufgeregt. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, vergiss das Abo nicht, ein Like nach oben und bis zum nächsten Mal auf Werkstatt TV.